weil wir schließen heute mit einem sehr, sehr außergewöhnlichen Thema, finde ich. Also weil es immer noch, ich glaube, ja, ich das schon sagen kann, dass es immer noch ein bisschen tabu behaftet ist, dass wir uns jetzt mit dem Bordell und dem Bordoll beschäftigen, wo Leonie zu geforscht hat. Aber Leonie, erstmal würde mich auch so diese Standardfrage interessieren, wie bist du überhaupt nach Witten gekommen? Und ja, genau. Ja, ich bin damals nach Witten gekommen über die Schnuppertage tatsächlich. Also ich hatte nach einem Studium gesucht, was jetzt nicht nur so scheuklappenmäßig nach vorne geht, sondern wo man ja viele verschiedene Bereiche auch kennenlernen kann. Und dann habe ich damals einen Schnuppertag gemacht, damals auch ein Seminar von Herrn Lanfer besucht auf dem Schnuppertag und war dann ganz begeistert, dass Herr Lanfer sich noch so angeregt mit mir unterhalten hat nachher bei einer Zigarette und dachte so, Mensch, das ist ja der Professor und der redet jetzt so mit mir und okay. Und wurde da auch ganz viel von verschiedenen Leuten an die Hand genommen. Also habe irgendwie über den Tag, glaube ich, 5-mal meinen Seminarplan umgeschmissen, weil dann noch jemand gesagt hat, ach nee, so was du so sagst, dann klingt das total interessant für dich, dieses Seminar zu machen und jenes. Und das war ganz interessant. Genau, so bin ich dann da reingekommen. Also eine reine Business School wäre, glaube ich, für mich damals auch keine Option gewesen, weil ich so ein bisschen, ja, ein Mensch sein wollte auch und nicht nur eine Nummer auf dem Papier und ja, auch ein bisschen mehr Freiheit haben wollte. Was hast du, welchen Studiengang hast du im Bett? Es war ein Bachelor, oder? Welchen Studiengang hast du studiert? Ich habe PPÖ studiert im Bachelor und ja, da hat mich halt so ein bisschen auch dieser Dreiklang begeistert, dass es halt nicht nur Ökonomik ist, sondern dass halt auf der anderen Seite auch die Politik und die Philosophie vor allen Dingen auch einen großen Teil annehmen. Genau. Und wie ist es dann zu Ethik und Organisation gekommen? Also, wieso hast du dich dafür zuerst entschieden? Ja, ich war ursprünglich danach erstmal in Berlin und habe da im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung als ja, so studentische Aushilfe oder so gejobbt und hatte mich eigentlich auch so ein bisschen in die Stadt verliebt und habe dann festgestellt, das Studium, was ich eigentlich machen wollte, ist mir viel zu verschult, viel zu viele Vorgaben. Die wollten mir einen Stundenplan geben am Anfang des Semesters, den ich überhaupt nicht selber bearbeiten konnte. Und dann hätte ich auch den Job nebenbei nicht mehr machen können. Und dann war ich so, Entschuldigung, das kenne ich aber anders. Und dann bin ich wieder zurück quasi nach Witten geschwommen und habe dann gesehen, es gibt hier ganz viele interessante Studiengänge und da hat Ethik und Organisation dann erstmal so auf den ersten Blick am besten zu mir gepasst, wegen der ja, philosophischen Komponente wahrscheinlich auch. Genau. Jetzt studierst du ja nicht nur E&O im Master, sondern hast noch einen zweiten Master begonnen. Kannst du da vielleicht mal erzählen, wie es dazu kam oder was dich dazu bewogen hat? Ja, also es war, glaube ich, so, dass ich im ersten Semester Ethik und Organisation zwar total begeistert war, aber mir so ein bisschen meine Wirtschaft gefehlt hat. Also ich habe ja PPÖ gemacht im Bachelor und hatte mich da, glaube ich, so ziemlich in diesen Mix verliebt. Und das war dann für mich ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, hey, man kann ja hier auch doppelt studieren. Wieso versuchst du es nicht einfach mal? Vielleicht klappt das ja für dich. Und es klappt eigentlich ganz gut. Ich meine, es ist viel Arbeit, wenn man beides gleichzeitig so macht, aber trotzdem sehr schön. Genau. Welcher Studiengang ist es dann noch geworden? General Management. Genau das, was Mascha schon gesagt hatte, dass sie sich da ja auch für interessiert hatte. Und mir hat genau die Komponente gefehlt, also die BWL. Das Bilanzlesen jetzt vielleicht nicht, aber sonst die Richtung auf jeden Fall, genau. Jetzt würde ich gerne mal auf dein Projekt ein bisschen zu sprechen kommen. Und zwar, würde mich interessieren, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, diese Forschung im Bordell und mit Sexarbeiterinnen zu beginnen. Das fing ja, glaube ich, schon ein bisschen früher an. Ja, tatsächlich. Glaube ich, es war das erste oder zweite Semester in meinem Bachelor, als ich bei dem Herrn Vogt den qualitative Forschungsmethodenkurs hatte. Und damals hatte ich so gedacht, nee, also jetzt Politiker interviewen, das wird mir zu trocken. Und habe dann so gedacht, was kann man denn machen, was mich wirklich ja interessiert und was auch wichtig ist. Und habe dann gedacht, irgendwie, ja, vielleicht, weiß ich nicht.
Salafisten oder Sexarbeit und habe dann so aus einer Laune heraus einfach mal bei einer Domina aus Dortmund angerufen, habe der so meine Ideen erklärt und meiner Überraschung nach war es dann wirklich so, dass sie sagte, ach cool, ja klar, ich frage meine Kollegin, da machen wir eine Gruppendiskussion, ich nehme mir da 2 Stunden Zeit, du musst da nichts für bezahlen und ja, genau. Und so bin ich so ein bisschen in diesen Bereich schon mal einmal reingerutscht und habe dann gemerkt, Mensch, das sind total coole Menschen. Ich finde das Thema Sexwork spannend und ich finde es auch legitim. Also vielleicht ist es für manche schwer vorstellbar, aber das sind wirklich ganz normale Menschen, teilweise berufstätige Mütter, die sich ein wirklich beachtliches Business aufgebaut haben. Und ja, dementsprechend ist mir am Räuspern. Meine Stimme ist ein bisschen angegriffen, ich habe die letzten Tage zu viel gequatscht. Genau, und ja, ich wollte eigentlich dann in den Bereich Maschinenethik gehen und habe dann so selbstfahrende Autos gedacht für das Modul D und habe dann aber festgestellt, Mensch, da haben schon irgendwie 500.000 Menschen zugeschrieben und so reproduzieren von Inhalten von anderen, 3/4 der Zeit zu machen, war dann doch nicht meins und bin dann über die Maschinenethik auf die Real Dolls und dann auf das Bordeaux gestoßen und habe dann gedacht, Mensch, das ist ja interessant. Und genau, konnte dann die Chefin von dem Bordoll überzeugen, mit mir auch ein Interview zu führen. Und das war dann total interessant. Ich habe das dann noch mit einem Interview mit einer anderen Sexworkerin ergänzt, um halt so ein bisschen beide Perspektiven zu kriegen. Also Real Humans versus Real Dolls, Bordell versus Bordoll. Und genau, das war schon wirklich interessant für mich, das mal so ein bisschen von innen zu betrachten. Was ich total spannend finde, also was du mir in unserem Vorgespräch erzählt hast, ist, dass es ja quasi nicht nur bei einer universitären Arbeit geblieben ist. Kannst du da vielleicht den anderen noch mal ein bisschen von erzählen? Ja, also mal gucken. Ich habe dann über diese Arbeit einen Professor kennengelernt, der gerade an einem Buch geschrieben hat. Und zwar heißt es Maschinenliebe, wurde im Springer-Gabler Verlag veröffentlicht. Und der hat gesagt, ach Mensch, total cool, was du da machst. Genau sowas wird mir noch fehlen in meinem Buch. Hast du nicht Lust, das auf verlagskonformes Niveau zu bringen und das dann mit zu veröffentlichen? Und genau, dann habe ich quasi durch den Professor Bendel und ja, mit Hilfe von Herr Kettner und Herr Vogt da wirklich tolle Interviews machen können und die dann auch veröffentlichen können. Also war ich dann auch ein bisschen stolz, dass jemand so das auch so interessant findet und so gut, was ich mir da so überlegt hatte. Und ja, das war schon ganz schön. Also man kommt auch über den Universitäts-VPN-Zugang. Also es ist auch, also ich konnte es mir so runterladen und durchlesen. Also wer da Interesse hat, also ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber Leonie, könntest du noch mal einmal zusammenfassen, was jetzt in dieser Studie, in diesen Interviews, in deiner Arbeit, also du hast ja auch diese ethische Komponente untersucht, was für dich so die spannendsten Punkte waren, die du dort herausarbeiten konntest? Ja, ich habe das beides ja auf organisationsethischer Ebene verglichen, das Bordell und das Bordoll. Vielleicht noch 2 Sätze zum Bordoll. Das ist quasi ein Bordell mit, abgesehen von der Hausdame, nur nicht menschlichen MitarbeiterInnen. Und genau, das war halt schon ganz interessant, das beides zu vergleichen. So die vorherrschende Meinung ist ja wahrscheinlich, ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen, und Sexarbeiterinnen sind ja auch irgendwie ein gequältes Volk und dementsprechend ist es ja vielleicht viel besser, die durch Puppen zu ersetzen. Aber das konnte ich tatsächlich nicht so ganz rausfinden. Also ich konnte nicht rausfinden, dass es das eine jetzt das Bessere ist, sondern es hat beides seine Vor- und Nachteile. Wer vielleicht schon das Zitat von mir gesehen hat, hat ja vielleicht schon so ein bisschen gesehen, dass es halt so ist, dass ja zum Beispiel die nichtmenschlichen Sexarbeiterinnen hygienische Vorteile gerade jetzt im Corona-Bereich haben, die ja menschlichen Sexarbeiterinnen aber dafür eine sehr emotionale Begleitung liefern können. Und insgesamt muss man, glaube ich, sagen, dass es vielleicht auch so eine Art und Weise von Lanze brechen für die Sexarbeit geworden ist, weil ich so ein bisschen rausgefunden habe, dass es, ja, die Schattenbetriebe, Zwangsprostitution, das gehört alles ausgerottet, weil das gefährdet auch das Image von allen anderen.
Aber es muss halt auch erlaubt sein, weiter frei über seinen Körper und die Kapitalisierung dessen zu verfügen. Weil wenn man das den Leuten aberkennt, ist es auch so eine Art und Weise von Vergewaltigung. Und gerade wenn man sich den Niedriglohnsektor auch in Deutschland anguckt, der ja über Jahre, Jahrzehnte zusammengeschrumpft ist wie sonst was, dann muss man ja diesen Menschen auch das Recht auf freie Selbstbestimmung zuerkennen. Weil wenn man das ihnen aberkennt, dann macht das diese Menschen halt ebenfalls zum Opfer. Und da vielleicht auch nochmal so das Gleichnis. Man sagt ja auch immer, das ist schädlich für die Psyche und auch für den Körper, Sexarbeit. Aber wenn man sich dann mal andere Berufszweige anschaut, wie zum Beispiel, keine Ahnung, McKinsey-Berater, da gehört es ja auch quasi zum guten Ton, sich fast tot zu arbeiten. Und da sagt ja auch niemand, hey, das verbiete ich dir jetzt, weil das ist gesundheitsschädlich, offensichtlicherweise. Und da muss man sich vielleicht mal fragen, warum macht das niemand? Ja, weil niemand auf einen gestandenen McKinsey-Berater so zugehen würde wie auf eine Sexarbeiterin. Und das ist vielleicht einfach auch mal was, wo man sich mit seinen eigenen Anschauungen und Prämissen einfach nochmal hinterfragen muss. Und genau, also dieses Verbots, diese Forderung nach einem Verbot, die sehe ich sehr kritisch, weil das würde das Ganze noch weiter der behördlichen Kontrolle entziehen, noch weiter in graue Bereiche der Gesellschaft reindrängen. Und da kann man dann natürlich noch weniger das Ganze beobachten und begleiten. Leonie, jetzt bin ich natürlich gespannt. Das Modul D ist schon gefüllt. Gibt es schon Pläne für die Masterarbeit? Wird es in eine ähnliche Richtung gehen oder dann vielleicht doch in eine andere? Ja, also tatsächlich habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, in der Masterarbeit nicht in die gleiche Richtung zu gehen, weil ich habe in meiner universitären Laufbahn so viele verschiedene Sachen gemacht, Familienunternehmen, Mediation, ganz viele Sachen andererseits auch, die mich interessieren. New Work zum Beispiel oder Disruption wäre da was, wo ich mich auch wiederfinden könnte. Und ich glaube auch einfach, um mal ganz klar und offen zu reden, dass die Personaler dieser Welt dafür vielleicht auch noch nicht bereit sind. Und dementsprechend möchte ich mich da jetzt nicht zu sehr einschränken. Was aber nicht heißt, dass ich das Ganze aus dem Blick verlieren werde. Also ich möchte auf jeden Fall dazu noch mal was veröffentlichen und noch mehr Arbeiten in dem Bereich schreiben, weil das total interessant ist und leider meines Erachtens ein viel zu wenig bearbeitetes Feld. Also, genau. Leonie, auch hier erstmal von meiner Seite vielen Dank fürs Teilen. Und jetzt an euch Zuhörenden. Habt ihr weitere Fragen an Leonie? Ich hätte vielleicht eine Frage. Als du dich für das Thema entschieden hast, ich glaube, das erste Mal war es im Bachelor schon, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie war das so, als du dir dann gedacht hast, so, okay, ich brauche jetzt jemanden, der das betreut? Und wie war das erste Gespräch dazu? Also hättest du dir vorstellen können, das auch in einem anderen Kontext so realisieren zu können? Oder ja. Ja, also ich glaube, an einer anderen Universität wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen. Also unsere Universität ist ja total offen, würde ich mal sagen. Was man vielleicht auch daran sieht, dass jetzt demnächst nochmal auf dem offiziellen Uni-Blog von mir über meine Arbeit da was veröffentlicht wird, was ja auch ein bisschen repräsentativ für die Universität steht. Und da kann man, glaube ich, so ein bisschen einfach an unserer Universität sagen, hey, man hat diese Freiheit, die Leute sind offen. Und ich hatte damals das bei dem Herrn Vogt das erste Mal und das war total witzig. Ich bin dann zu ihm gegangen, irgendwie nach dem Kurs und habe gesagt, hey, ich möchte gerne irgendwie was Spannendes machen. Irgendwie, Salafisten oder vielleicht Sexarbeiter, irgendwie sowas. Und er guckte mich an und sagte, wow, ja, das ist eine tolle Idee. Aber mal müssen Sie mal gucken, ob Sie da den Zugang kriegen und so weiter und so fort. Also es ging dann gleich auf so eine Forschungsebene und wie kriege ich den Zugang und würden die Salafisten überhaupt offen mit mir reden, weil ich eine Frau bin und so in diese Richtung. Und er war dann tatsächlich wirklich sehr begeistert, als wir dann nachher auch die Gruppendiskussion gemacht hatten, wo auch total interessante Sachen rausgekommen sind und hat dann letztendlich auch in dem Seminar, ich glaube, sehr viel dann immer wieder auf unsere Gruppendiskussion zurückgeführt. Also was halt natürlich auch total interessant war, weil
Domina ist jetzt kein normales Sexarbeitbereich und ja, wir haben da schon interessante Praktiken beschrieben bekommen und darüber auf einer wissenschaftlichen Ebene zu reden und ja, auch diese ganzen lustigen Momente, die es so mit sich bringt, das war einfach wahnsinnig cool in dem Seminar. Genau, also da kann man Herr Vogt vielleicht auch nochmal persönlich danken, dass er da so offen und auch ja entspannt ist, wenn ich so komische in Anführungsstrichen Ideen anbringe. Genau. Renate? Ja, ich finde das total toll, auch gerade weil du so ein exotisches Thema in so eine Normalität gerückt hast. Das gelingt ja manchen Regisseuren ja auch ganz gut. Mich würde mal interessieren, hat das deine eigene Haltung verändert? Also zum einen ist ja deine Affinität, die war ja vorher da, aber durch diese Bearbeitung hast du dich ja total intensiv auch mit den Tatsachen, aber auch mit den emotionalen Dingen auseinandergesetzt. Hast du jetzt eine andere Meinung oder hat dich das geprägt in irgendeiner Form? Ja, also ich würde schon sagen, dass ich da eine ganz andere Haltung jetzt so habe, auch zu Sexarbeit insgesamt. Also ich glaube immer mal wieder, wenn man mit Leuten darüber spricht, was ich da auch für eine Forschung gemacht habe, sind die manchmal erst so ein bisschen pikiert und sind dann so, Und dann, ja, merken die relativ schnell, dass ich quasi als völligst unbeteiligte Person, also ich habe selbst nie im Bereich Sexarbeit gearbeitet, das ist vielleicht auch nochmal gut zu erwähnen, aber ich habe irgendwie eine Passion für diese Frauen entwickelt, die ja, oder auch Männer, die meines Erachtens zu Unrecht ja so geschädelt werden. Und ich habe von Josefa, das war die Sexarbeiterin, mit der ich jetzt ein Interview geführt habe, habe ich auch total interessante Ansatzpunkte noch gefunden und habe mir jetzt letztens tatsächlich überlegt, mir mal so ein paar, also so ein Merch von einer anderen Sexarbeiterin zu bestellen. Das sind so Bilder, die sie gemalt hat, die so total schön sind und aber auch einfach so ja, die Stärke und Unabhängigkeit von Frauen abbilden. Und ich glaube, da bin ich noch so ein bisschen eine kleine Exotin mit, aber ich freue mich immer, das dann auch weitergeben zu können. Und zu Josefa vielleicht auch nochmal, wenn man Josefa Nerols einfach googelt, dann kommt ihr auf ihren YouTube-Account, wo sie ganz, ganz offen und frei über alle möglichen Themen von sich selbst, von ihrer Arbeit und auch von ihrer eigenen Anschauung bezüglich Sexarbeit insgesamt berichtet. Das kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Sehr interessant und ja, auch überhaupt nicht schmutzig. Genau. Jonathan? Ich glaube, dein Ton noch aus. So, Ton vergessen, der Klassiker. Und zwar, so wie sieht denn die wissenschaftliche Basis aus, auf der du aufgebaut hast? Also gibt es da schon einige Untersuchungen, die du irgendwie aufgegriffen hast oder die du dir durchgelesen hast? Oder ist das noch sehr mau besät? Ja, also im Bereich Real Dolls muss man tatsächlich sagen, da gibt es noch nicht so besonders viel. Es gibt da so zwei Lager, könnte man sagen. Einmal diejenigen, die das Ganze ja, sehr positiv sehen. Und es gibt aber auch ja, wirkliche akademische Petitionen quasi gegen Real Dolls, die sagen, naja, das ist eine Degradierung der Frau zum Objekt und das wird dazu führen, dass ja, keine Ahnung, Vergewaltigungen zunehmen und so weiter und so fort. Was da vielleicht aber auch noch zu nennen ist, dass also manche Leute halt auch einen positiven Effekt davon nahelegen, von Real Dolls, nicht nur für Personen mit sozialen Einschränkungen, die jetzt zum Beispiel nicht mit, ja, mit echten Menschen sich auf einer sexuellen Ebene connecten können, weil sie da irgendwie, ja, ihnen da so ein bisschen die
der Zugang fehlt. Da gibt es auch im Spiegel einen interessanten Userbericht, ich glaube in dem jungen Magazin vom Spiegel Bento, über einen Besucher des Bordeaux, der irgendwie mehrere hundert Kilometer gefahren ist, weil er sich halt nicht getraut hat, mit einem echten Menschen dieses Erlebnis zu haben und dementsprechend dann sich sehr froh war, dass er quasi in dem Bordeaux dann seine ersten sexuellen Erfahrungen machen konnte, ohne den Druck zu haben, einem echten Menschen gegenüberzustehen, weil Menschen ja auch dann irgendwie Erwartungen an einen und wie lange geht es und wie toll sieht man dabei vielleicht aus und so weiter und so fort. So eine Dolle hat keine Erwartungen an einen persönlich. Genau, aber das Ganze sollte auch auf einer therapeutischen Ebene, auch vielleicht zum Beispiel im Bereich Pädophilie oder anderen sexuellen Abnormalitäten, auf jeden Fall noch weiter untersucht werden. Da gibt es leider keine Studien. Ich glaube, ich habe einmal eine gefunden, die irgendwie mit 6 Probanden oder so war, aber auch irgendwie überhaupt nicht vernünftig aufbereitet. Und meines Erachtens wären da wirklich größere Studien nötig. Man müsste auch irgendwie gucken, die Hälfte unter therapeutischer Begleitung, die andere Hälfte so. Und genau, so in dem Bereich, das sind so Dinge, die ich da schon für nötig und wichtig halten würde. Aber momentan ist da noch nicht so wirklich die Lobby für da. Also es ist natürlich auch immer einfacher zu sagen, nee, das ist irgendwie schmutzig und so. Ja, ich würde sagen, damit sind wir ja schon fast am Ende unserer Veranstaltung. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Danke an alle Zuhörenden, an alle Referenten und Referentinnen, die sich irgendwie auch ganz viel Zeit genommen haben, in der Vorbereitung die Sachen zu besprechen und auch relativ spontan zu sagen, dass sie Themen vorbereiten. Und ich fand, das war für mich ein sehr schöner Vormittag und ein sehr, sehr schöner Nachmittag.